Liebe Freunde der Modellbahn, ich darf euch alle recht herzlich begrüßen, freue mich, dass ihr da seid und dieses Video sehen könnt. Ich möchte euch heute etwas darüber zeigen, wie ich meine Wendezüge realisiert habe. Wie ihr ja wisst, ist Märklin ein Wechselstromsystem und mit Wechselstrom ein Wendezug zu realisieren, ist nicht so einfach. Man müsste da umschalten und dann weiß man auch nie, ob er richtig umschaltet. Also was liegt näher, als die Märklin-Loks umzubauen in Gleichstrom-Loks. Das heißt, die Loks werden mit Gleichstrom betrieben. Das ist für die Umschaltung wesentlich einfacher. Ich zeige euch jetzt mal an der Lok, was ich da für Änderungen vorgenommen habe, um sie auf Gleichspannung oder Gleichstrom umzustellen. Das ist also die Lok, eine der beiden Loks. Die andere Lok, die ich umgestellt habe auf Gleichstrom, ist der 3000er. Ja, könnt ihr sehen. Ich öffne die jetzt mal. So, wie bei analog üblich, hat diese Lok hier einen Umschalter und dieser Umschalter hat hier eine Schaltwippe, hier eine Schaltwippe. So, diese Schaltwippe habe ich festgesetzt mit einem Plastikfallerstecker, damit diese Schaltwippe keine Verbindung mehr hat mit den Kontakten hier oben, an der sie sonst immer dran kam. So. Jetzt habe ich von einem Massepunkt hier unten ist irgendwo ein ganz kleiner Massepunkt hier, ja, so, habe ich zwei Dioden zum Umschalter gelötet, und zwar auf die beiden Stellen, wo vorher die Schaltwippe dran gekommen ist, habe ich Dioden von oben drauf gelötet, nach unten geführt. Die Dioden müssen verschiedene Richtungen haben. Die dürfen also nicht gleich sein. Dadurch bin ich hinterher in der Lage, die vorwärts-rückwärts fahren zu lassen. Ich weiß nicht, ob man die Dioden sehen kann. Hier oben kann man eine sehr schön erkennen. Hier, die andere liegt etwas dahinter. Wie gesagt, auf jeder Lötfahne dieser Schaltwippe eine Diode drauf löten, Gegenmasse. Hier hinten kann man sehen, habe ich den Umschalter auch noch ausgelötet, weil der wird ja nicht mehr gebraucht. Die Spule braucht nicht mehr unter Strom zu sein, weil die wird ja nicht mehr gebraucht. Das ist das, was ich an der Lok geändert habe. Ich hoffe, dass man das alles gut, jetzt kann man die Dioden auch gut sehen kann. So, jetzt zeige ich euch einmal, wie ich das schaltungstechnisch gelöst habe. Ihr kennt die Märklin-Schienen, haben eine Schiene rechts und links. In der Mitte haben die die Punktkontakte. So. Sagen wir mal, hier ist Streckenende, hier ist Streckenende für den Wendezug. Dann wird hier der Mittelleiter isoliert und hier der Mittelleiter isoliert. So, dann kommt eine Verbindung von hier nach hier, allerdings mit einer Diode dazwischen. Eine Verbindung mit hier nach hier, mit einer Diode dazwischen, und zwar andersrum wie die hier. So. Jetzt legt man diesen Punkt, wie gewohnt, bei Märklin an braun. Diesen Punkt bringt man über einen Umschalter, geht hier runter, geht hier wieder zusammen. Ich habe den auf gelb gelegt. Man kann ihn natürlich auch auf Fahrstrom legen. So, aber hier kommt eine Diode zwischen
und hier kommt eine Diode zwischen. So, und mit einem Kontakt ist man jetzt in der Lage, den Zug immer hin und her fahren zu lassen. Und zwar, man sieht, wenn hier die Plus durchkommt, dann wird der, sagen wir mal, fährt hier rum und kann hier nicht weiterfahren, weil hier die Diode sperrt. Erst wenn umgepolt wird, dann kann der Zug hierhin fahren und dann sperrt die Diode. So. So ist das bei Märklin, bei Trix und Fleischmann. Sagen wir mal, wir nehmen jetzt Trix. Da sind die Lokomotiven ja schon auf Gleichstrom oder auch Gleichspannung. Ist das hier oben ähnlich. Man hat hier wieder die Trennungen. Man hat hier wieder die Dioden. Eine so rum. So, so, so. Und die andere andersrum. So, und jetzt kommt man von dem Gleis und von dem Mittelstück. So, und jetzt braucht man zwei Umschalter vom gleichen Relais. Müssen gleich sein, weil sonst gibt es einen Kurzschluss. So, und dann geht man hier zum Trafo. Zum Trafo. Beides Fahrstrom, Stift 1, Stift 2. So, und die verbindet man halt so, das heißt, mit einem Relais polt man hier um. So, für beide Schaltungen braucht man jetzt eine Schaltstufe, um das U-Relais zu steuern. Entweder nimmt man da eine A-stabile Kippstufe, oder man nimmt ein NE 555 mit entsprechender Beschaltung. Ich meine, der geht von 5 bis 5 oder 16 Volt. Geht der. So. Ja, ich hoffe, für den einen oder anderen war es interessant, mal solch eine Schaltung zu sehen. Die funktioniert also bei mir schon viele Jahre einwandfrei. Bei Trix oder bei Fleischmann oder bei Gleichstromsystemen, auch bei Spur N, kann man die auch einsetzen. Wie gesagt, dann muss man halt eben umpolen. Mit einem Relais, aber dann eben auch mit zwei Umschaltekontakten. Das geht aber auch recht gut. Wie gesagt, zur Realisierung der Schaltung des Hinterherfahrens entweder nimmt man da einen astabilen Multivibrator mit entsprechend hohen großen Kondensatoren, 470 Mikrofarad oder gar 1000 Mikrofarad, je nachdem, wie lang die Strecke ist. Bei dem NE 555 ist es ähnlich. Man kann auch die Kondensatoren so wählen, dass die Züge auf einer Seite länger stehen als auf der anderen Seite. Man kann da auch noch Tricks, aber Widerstände dazwischen macht, wenn ich öfter fahren soll. Also da kann man basteln, so viel wie man möchte. Ich hoffe, den einen oder anderen hat es interessiert. Mir hat es wieder Spaß gemacht, euch das darzustellen. Ja, vielleicht meldet sich der ein oder andere mal und sagt, das wäre vielleicht für ihn interessant gewesen. Mal schauen. Ich wünsche euch weiter alles Gute, viel Spaß beim Hobby. Wilfried, analog.